Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute präsentieren wir den Rolls-Royce Raid. Schön in schwarz-matt mit unserem Prior Design Bodykit. Viele haben den schon auf der Motorshow in Essen gesehen. So sieht er aus. Heute machen wir ein paar Fahraufnahmen. Ja. Schön die Emily. Ach, beinahe hatte ich es vergessen. Passend zum Rolls-Royce habe ich so eine coole Cappy machen lassen. Ne? Und zwar, schaut mal, sieht echt cool aus. Na, jetzt sehe ich aus wie ein amerikanischer Rapper. Ich fühle mich so ein bisschen wie 20. Ja? Also, wo ich 20 war, habe ich solche Cappies getragen. Ja? So. So ist schön. Also wer so eine schöne Cappy haben möchte, wir haben auch einen Shop. Hier unten in der Beschreibung ist auch der Link. Also falls jemand so eine coole Cappy haben möchte, die gibt es auch in vielen verschiedenen Farben. Und nicht nur als Snapback, sondern auch als die sportlichen mit gebogenem Dach. So, wir fahren ein bisschen Landstraße, ein bisschen Autobahn. Und ja, so ein paar Fahrten machen wir mit unserem Baby. Also vom Fahrkomfort sehr gut. Wirklich sehr, sehr, sehr weiches, schönes Auto. Dann möchte ich auch in dem Video den Herrn Gleisner grüßen. Wirklich ein sehr, sehr, sehr netter Verkäufer. Ja. Bevor man was ausspricht an Wünschen, weißt du schon, worum es geht. Ja. Ja, also wirklich, wer so ein Rolls-Royce vielleicht möchte, der kann gerne nach Köln gehen zum Rolls-Royce-Händler. Also der ist wirklich da gut aufgehoben. Jetzt fahren wir eine kleine Runde durch die Weltmetropole Kamp-Lintfort. Rechts von uns wird hier ein riesen Park gebaut. Ja. Landesgartenschau. Und ich glaube, März oder April ist die große Eröffnung hier in Kamp-Lintfort. Also da sind wirklich auch alle herzlich eingeladen. Da werden wir auch eine Saisoneröffnung machen. Im April. Und ja. Also wie man hier sehen kann, wird alles hier umgebaut. Überall Baustelle in Kamp-Lintfort zurzeit. Und so weiter und so weiter. Damit das in April sehr, sehr schön wird. So, zum Rolls-Royce. Ja, Rolls-Royce fährt sich richtig geil. Also wirklich, das ist so Königsklasse, kennt man. Bei uns im Rolls-Royce haben wir sehr viel verändert. Wie optisch, auch so innen. Exterior, Interior. Von außen haben wir die Frontschussstange, Frontkotflügel, Seitenschweller und die Heckschussstange verändert. Im Interieurbereich haben wir im Prinzip alles verändert. Hier ist, glaube ich, nichts mehr original. Also hier haben wir verbaut, das ist Napa-Leder im Krokodilprägung. Das ist kein echtes Krokodilleder. Bitte nicht falsch verstehen. Das will ich nicht machen. Ja, also ich möchte wirklich keine exotischen Tiere hier verbaut haben oder sonstiges, wie Straußenleder oder sonstiges. Ja, das mache ich nicht. Prägung ja, aber nicht echt. 6,5 Stunden später. So, auf jeden Fall hat der Rolls-Royce ganz schön hier so eine riesige Aussparung. Guck mal, das geht ja. Kannst du mit dem LKW reinfahren. Ich bin ein bisschen erkältet übrigens. Ja, auf jeden Fall hat er so schöne Türen, ne? Und die sind elektrisch. Ja, aber nur zum Zumachen. Aufmachen muss man selber. Ja, zeigen wir. Guck mal, ist ein Knopf da oben. So geht's zu. Auf beiden Seiten sogar hier auch. Ja, er hat auch einen Knopf, also Beifahrerseite hat auch einen Knopf. Und aufmachen muss man ganz normal hier und natürlich ein bisschen wegschubsen. Aber geht wirklich sehr, sehr, sehr leicht. Ne? So, jetzt fahren wir mal die Gurke. Sehr schöne Gurke. Also schön der Blubber DV12. Ja? Wirklich sehr, sehr angenehm. Der ist nicht laut, der ist aber auch nicht leise. Ja?
Also man denkt, okay, so ein Rolls-Royce, ja. Ich habe Kameras, ich gucke nach hinten. Gewohnungssache, weißt du? Ja. Hier, Servo, ganz mit einem Finger, guck mal, ganz sanft, ganz leicht. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Also sehr angenehmes Auto. Ne? Auspuff übrigens, ja. Also der ist nicht laut, der ist nicht leise, der ist wirklich ist eine gute Mischung, hört man auch so ein bisschen, ne? So ein bisschen blöbert, also blubbert, dann hört man so ein bisschen, aber ist ist nicht so eine Belästigung, ja. Ist angenehm. Jo, finde ich schon, weil wenn man natürlich so eine schöne Musik anmacht oder sowas, dann muss man die Musik hören und nicht im Auspuff, finde ich persönlich. Vielleicht fahren wir auf die Landstraße, dann wird es ein bisschen besser. Hier muss ich mich, aha, bisschen mehr konzentrieren, sonst ist ein Unfall. Machen wir Land Rolls-Royce kaputt. Das wollen wir nicht, ne? Sonst haben wir Stress. Handy im Verkehr. Obwohl ich habe damit nichts zu tun. Du hast das Handy ein. Ja. Aber ein bisschen warm hier, ne? In der Bude. Mhm. Ja. Hier kann man auch gucken. Guck mal, das ist ganz, ganz cool. Hier kann man es oben für oben, ja, und für unten warm und kalt einstellen. Ach so. Wirklich sehr, 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 sehr cool. Jo. Und wie ist das hier? Das? Mhm. Das ist ein Umluft. Ich glaube, das ist, da kommt frische Luft, dass man immer hier ganz frische und angenehme Durchlüftung. Dass man immer frische Luft in den Raum hat, ne? Ist so ein bisschen oldschool, finde ich so ein bisschen, ne? Guck mal hier. Hier die Knöpfe und so weiter. Ist so ein bisschen, ja, sporadisch gemacht. Oder wie sagt man das? Sporadisch? Mhm. Fühlen sich aber sehr gut an, also die Knöpfe, ne? Also egal, welche Knöpfe, was? Nicht so billig verarbeitet, sag ich mal. Na, also das, gut, das kann sich Rolls-Royce nicht leisten, irgendwelche Fussel hier zu verarbeiten. Ne? Die Knöpfe sind wirklich alle so Edelstahl-Dinger. Fühlt sich gut an. Wie so eine Uhr, wenn man sich verstellt. Mal einen Knopf, zack, 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 ich fahre runter. Wirklich cool. Ist aber sehr, sehr, sehr viel BMW drin. Und eigentlich mag ich kein BMW. Danke. Ja, der Olli fährt ein BMW. Aber warum mag ich kein BMW? Weil mir die letzten drei, die ich hatte, kaputt gegangen sind. Ja. Bitte Mitleid, so, für mich. Nein, doch. Nein, sie sind wirklich kaputt gegangen. Die haben zwar alles auf Garantie und so weiter gewechselt, aber gut, das war 2011. Ne? Die Zeiten haben sich geändert und ich hoffe, die haben das alles verbessert. Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Ich hab einen X6, der war ein Jahr alt, den habe ich gebraucht gekauft, aber sehr wenig gelaufen. Hat einen Motorschaden gehabt, ja, ist die Spannrolle abgerissen und ja, dann lag das Ding komplett auf der Autobahn tot. Ja, sind schön rausgedrückt und dann hatte ich so ein Loch im Motor. Ja, Öl rausgelaufen, alles. Also, das war die X6-Geschichte. Dann habe ich ein Grand Coupé gekauft und Coupé F12. Und beide, das ist kein Spaß, beide hatten Metallsplitter im Motor. Nein, doch. Oh. Warum auch immer, die wisst ihr bis heute, glaube ich nicht. Aber da gab es nach meinen Motorschäden gab es eine Rückrufaktion. Ja, und da haben die irgendwas geändert am Motor und dann liefen die. Aber ich hatte natürlich die Arschkarte und dürfte das quasi an meinen Autos erleben. Und was da ganz schlimm an der ganzen Geschichte ist, die haben alles wirklich sich gekümmert und so weiter. Das war alles natürlich sehr, sehr, sehr gut, die Jungs von BMW, aber der Wiederverkauf bei dem Auto war dann kacke, ja, ich sag, wie es ist, also das Auto wollte keiner kaufen, ja, weil ich hatte bei dem einen F12 dreimal Motorschaden, das kann sich kein Mensch vorstellen, ja, also einmal bei 10.000, dann bei 14.000, ich glaube 500, 15.000 ungefähr. Den zweiten, da habe ich gesagt, was macht ihr da und so weiter. Dann haben den zweiten eingebaut, rufte mich an, Dienstag, ja genau, das war am Dienstag, da rufte mich der BMW-Händler an und sagt,
Wenzek, morgen ist gefangen, fertig. Wir können morgen abholen, also am Mittwoch. Ja, wir sind ab 8 Uhr da, können Sie gerne abholen. Ich, kein Problem, ich hole das Auto. Um 8 Uhr machen wir bei uns Besprechung im Büro immer. Und die geht so bis halb 9 und so weiter. Da ruft der BMW-Händler mich an, ja, der Meister, und sagt, Herr Belzec, Sie werden nicht glauben, was passiert ist. Wir haben das Auto heute angemacht und der Motor klackert. Ja. Und bevor wir irgendwas an dem Motor wieder rumbasteln, bauen wir den wieder aus, ja, und BMW schickt uns einen neuen. Also, der hat insgesamt 3 Motoren gehabt. Ja. Das war Kacke. Kacke, Kacke, Kacke. Nicht gut. Ja, das war meine Erfahrung mit BMW. Das Schöne bei dem Rolls-Royce ist, der hat Massagesitze, die auch unten massieren. Also nicht nur den Rücken, ja, wie bei dem A8 zum Beispiel, den ich habe, sondern auch von unten. Und das ist, erstmal habe ich gedacht, das ist so ein bisschen komisch, fühlt sich komisch an. Aber das ist richtig angenehm, weil wenn man so längere Strecke mit dem Rolls-Royce fahren würde, ja, oder fährt, ist natürlich das ganze Gewicht von mir ist auf dem Wand, sage ich mal, auf dem Popo. Ja? Und wenn der so kreisförmig massiert wird, dann hat man dieses schläfrige Gefühl nicht. Sag mal so? Schläfrige Gefühl? Ja, ja. Oder so? Ja. Ja? Also manchmal war das so, wenn ich längere Strecken gefahren bin, ja, Autos ohne Massagesitze, dann habe ich so hier meine Füße sind eingeschlafen, mein Arsch ist eingeschlafen, man steigt aus und dann so, oh, kennt ihr dieses Gefühl so? Mhm. Ja, also bei dem habe ich das nicht und bei dem A8 habe ich das auch nicht. Ne, also der hat einen Ticken bessere Massagesitze, weil hier auch der Popo massiert wird. Auf jeden Fall, wir haben auch den neuen CLS, den bauen wir gerade auf Whitebody um, machen wir auch ein schönes Video. Der hat auch so eine Massagesitze-Funktion, die quasi unten die Sitzfläche auch massiert. Sehr angenehm. Was hier noch richtig cool ist, ist die Anlage. Ja, der hat einen richtig, richtig Bums. Das kann man auf der Videokamera nicht aufnehmen, weil das hört sich nicht gut an. Ja? Ja. Aber der hat so einen satten Sound. Wahnsinn. Wirklich, wirklich Wahnsinn. Ne? Da bin ich wieder. Man sieht mich nicht, aber ich bin da. Zum Glück haben wir bei dem Rolls-Royce. Was haben wir hier bei dem Rolls-Royce? Einen Stern, genau so ist das. Und davon Tausende. Vor allem im Dunkeln sieht das noch krass aus. Bitte? Im Dunkeln sieht das noch krass aus. Und ich glaube, es ist heller, als wenn ich bei mir normales Licht im Auto mache. So Xenon-Licht. Ja. Ja, es ist angenehm. Nur in der Stadt ist das ein bisschen doof. Ich fahre dann meistens ein bisschen... So. Sieht man mich jetzt? Nein. Nein? Ganz schlecht. Aber das ist sehr, sehr, sehr schön und angenehm, ich sag mal, zum Fahren her. Ne? Ja, ich finde es auch angenehmer jetzt, ehrlich. So? Nee, wenn es ein bisschen dunkler ist, ist es ja, etwas angenehmer. So halbe Lautstärke, wollte ich sagen. Halbe Lichtstärke. Lichtstärke, nicht Lautstärke. Auf jeden Fall, jetzt fahren wir eine Runde abends extra. Ja, geht das so? Das machen wir hier. Geht auch hier. Wow. Ja. Läuft bei uns. Wir fahren extra eine Runde für euch abends, damit man uns, ich sag mal, auch abends sehen kann. Also, nee. Damit ihr auch sehen könnt, wie schön das auch nachts aussieht. Also wirklich, ich finde den Rolls-Royce wirklich, wirklich schönes Auto. Wirklich, wirklich schönes Auto. Passt nicht. Ich finde den wirklich, wirklich toll. Hab ich so ein bisschen, sag mal, also toll. Ja, doch. Ja. Doch. Hört sich aber so Streber an. Nein. Auf jeden Fall, jetzt ist der Baby. Schau mal, hier sogar die Türgriffe, guck mal, wie schön die beleuchtet sind. Die sind nicht mit der LED beleuchtet einfach, sondern einfach wirklich die ganze, wie sag mal, Schüssel. Ja. Kann man sagen, ne? Die ganze Schüssel ist so beleuchtet, finde ich richtig, richtig schön. Ne? Aber wenn ich das ein bisschen dunkler mache, Achtung, kannst du die Kamera nach hinten schwenken? Wie gerade hier. Hallo? Ich muss, glaube ich, erst mal Licht ausmachen. Achtung, warte, wenn ich das gleich dunkler mache, geh mal nach hinten und guck mal. Siehst du das? Jetzt die Säule? Ja. Kann man das sehen? Mhm, ganz leicht. Ganz leicht? Mhm, also schwer zu erkennen. Also live, oder kann man besser jetzt sehen? Ja, sieht man auch schon gut, aber halt am besten nochmal Licht anmachen von hinten, im hinteren Bereich.
Ja, jetzt. Jetzt? Neben dem das leuchtet so schön, ja. Also wirklich, das wusste ich selber nicht. Das haben mir meine Kinder gesagt, weil ich ja hinten nie sitze oder noch nicht gesessen habe. Ne? Deswegen ja. Jetzt, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, Olli, wenn ich das ausmache. So ein bisschen Film. Ist das okay oder ist es zu dunkel? Ist okay, sieht man, ne? Ja. Die Knöpfe sind so wirklich in einer Reihe, ne? Und da kann man so ein paar Sachen einspeichern. Ich finde das richtig schön abends, ja. Kann man das sehen, die Emily? Ja. Die Emily, die Kamera meine ich. Also wir sehen die sehr gut von Die Kamera so, Moment. Ja, sag mal. Ja. Ah, da ist die. Ja. Also wenn man abends fährt und tagsüber, die ist immer zu sehen, ne? Die kann man natürlich auch reinfahren, dass die verschwindet. Aber ich finde es cool. Das ist so eine kleine, ja, nette Dame, die uns durch das Fahren begleitet und beschützt. Ne? Dampf. Dampf. Dann ist echt leise, ne? Ja. Und wirklich die Windgeräusche und so weiter. Ich weiß nicht, wie man das auf dem Handy hört. Wir filmen da mit dem iPhone 11 Pro. Ja. Da fragen uns auch viele, mit welcher Kamera wir das aufnehmen. Auf jeden Fall, ja, die Windgeräusche, jetzt fahren die so 140, 145. Was machst du? Hört sich schon krass an. Ja, also das muss ja nach einer, das ist ein Luxusschlitten, ja, das ist ja kein Porsche Turbo, der extrem laut sein muss, damit man die Emotionen auch, wie sag mal, mitbekommt. Ja. Also das Ding ist wirklich, macht Spaß. Also ratzfatz, die Auswahl muss mal runter, nicht die nächste. Den schaffe ich noch zu überholen. Genau. Den nicht mehr. Ja, ein bisschen Spaß muss sein, ne? Viele sagen, oh, mit Rolls Royce, warum macht ihr das? Oder ja, das ist ein Auto wie jedes andere, nur mit extrem viel Luxus, ja. Aber ich sag immer, wenn nicht wir, wer sonst? Ja. Und ja, dafür ist das Auto da. Der muss das aushalten. Ja? Wenn der V12 das nicht aushält, ja, dann ist das kein richtiges Auto. Finde ich. Ja. Olli. Das stimmt. Einmal draufdrücken. Vor uns ist ein super smart. Mhm. Ich liebe wirklich die Autofahrer, wenn da 70 steht und die fahren 50. Ja. Ehrlich, am liebsten hätte ich so einen Stallträger vorne und die fahr. Meine Kinder sagen auch, dass ich mich während der Autofahrt immer aufrege. Ich sag mal so, wenn so Leichen vor mir fahren, die wirklich, da steht 70, der fährt 45. Also wenn ich irgendwann so weit bin, ja, da steht 100 und ich fahre 60, auf der Autobahn oder wo auch immer, dann gebe ich meinen Führerschein ab. Und da würde ich auch den anderen, die das tun, auch empfehlen. Ja. Wenn man die Geschwindigkeit nicht mehr fahren kann, dann lieber Führerschein abgeben. So, das war's. Oder? Ja. Haben wir noch was zu erzählen? Soweit nicht. Soweit nicht? Nö. Okay. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr lasst mir ein Abo da und ein Like und ein Kommentar, was wir machen sollen, was wir abfilmen sollen. Ich gehe gleich in die Badewanne und dann werde ich eure Kommentare beantworten. Alles klar, bis dann, vielen Dank, ciao. Tschüss.